Kolleginnen und Kollegen. Herr Kollege Jurecka, ich bin immer wieder überrascht, ob der Schwenk in der Tonalität, aber auch die Pressekonferenz hat ja gestern gezeigt, dass so die Tonalität einhergeht offensichtlich mit einer neuen blau-schwarzen Einigkeit, die wir hier erleben und wahrscheinlich auch vielleicht auf, oder ich hoffe nicht, auf Bundesebene. Ja, die Tonalität ist durchaus bemerkenswert. Aber ich danke Ihnen für dieses Thema, denn das Thema, wie man Sozialsysteme nachhaltig gestalten kann und wie sie auch gewisse Balance sind zwischen der sozialen Auffang- und Schutzfunktion, aber auch natürlich der Trampolinfunktion, Leistungsanreize zu bieten, das ist ein sehr wichtiges für uns. Ich frage mich allerdings, ob das gerade von Ihnen zu thematisieren ist, die Sie ja bekanntlich doch seit einigen Jahren in der Bundesregierung sitzen. Das Thema Mindestsicherung ist ein sehr spannendes. Wir sehen das jetzt in der aktuellen Diskussion um die Flüchtlingskrise. Ich glaube, es ist aber sozusagen nur jetzt der Anlass, etwas grundlegend zu diskutieren. Wie immer in solchen Situationen, wo eine Krise ist, zeigt sich meiner Meinung nach die Resilienzfähigkeit gewisser Systeme. Und ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass unsere Systeme, auch die Sozialsysteme, nicht besonders resilient aufgestellt sind. Das meine ich in Bezug auf die Mindestsicherung, aber das meine ich auch in anderen Bereichen. Man merkt, wenn eine Krise wie die Flüchtlingskrise kommt, dann poppen Themen auf, wie zum Beispiel der Bildungsnotstand in Wien. Zweifelsohne nicht erst seit heute oder seit der Flüchtlingskrise ein Thema, aber offensichtlich jetzt so virulent, dass man sagt, wir müssen da näher hinschauen. Wir haben schon letztes Jahr dieses Thema massiv thematisiert. Und wenn man das jetzt zum Anlass nimmt und so sagen, ja, wir müssen was tun, dann habe ich hier wirklich nichts dagegen. Schauen Sie, wir glauben auch, dass die Mindestsicherung reformbedürftig ist. Und ich habe mich diesbezüglich auch schon geäußert. Auch auf Bundesebene haben wir uns geäußert. Wir sehen vor allem hier vier notwendige Punkte. Das eine ist, dass wir meiner Meinung nach diesen negativen Standortwettbewerb, der jetzt innerhalb von Österreichs, vor allem auch von ÖVP-Bundesländern vorangetrieben, beenden müssen und selbstverständlich eine bundeseinheitliche Sozialleistung brauchen, also klare Bundeskompetenz, aber auch bundeseinheitliche Sozialleistung, die natürlich kombiniert werden soll, stärker, und da höre ich jetzt auch schon Signale seitens der SPÖ oder der Grünen, durch Sachleistungen. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Der dritte Punkt, und das wissen Sie, dass das uns ein Anliegen ist, ist, dass man stärkere Erwerbsanreize setzt. Mein Kollege Markus Ornig wird da auch aus unternehmerischer Sicht da noch später drauf eingehen. Und natürlich brauchen wir ein einheitliches Kontrollsystem. Was mir nicht gefällt, und das sage ich auch ganz offen, das ist eben dieser negative Standortwettbewerb, dieses Wer bietet weniger in diesem Bereich. Ich halte tatsächlich diesen Bereich für sehr sensibel. Und ja, auch wenn die entsprechenden EU-Richtlinien das ermöglichen, eine Ungleichbehandlung zwischen Asylberechtigten und Subsidiärschutzberechtigten halte ich für wirklich kurzsichtig, für wirklich kurzsichtig, denn es kommen Folgekosten auf uns zu, die man leichter abdecken könnte, wenn man gleich sagt, hier gibt es ein System. Aber, und daraufhin habe ich auch hingewiesen und ich freue mich, dass die Diskussion aufgegriffen wurde von der Bundes-SPÖ, ich glaube, dass wir vor allem auf die Frage der Integration schauen müssen. Wir müssen uns als Politik die Frage stellen, wie können wir Integration am besten ermöglichen? Und hier ist vor allem auch der Herr Integrationsminister gefragt, den ich hier nämlich nicht sehe. Das ist die Frage, habe ich eine Chance auf einen Arbeitsplatz? Habe ich eine Chance auf einen Ausbildungsplatz? Habe ich die Chance der Unterbringungsmöglichkeiten? Und aus diesem Gesichtspunkt heraus hat der EuGH in Bezug auf die deutsche Regelung auch gesagt, kann man Wohnsitzauflagen, also Residenzbedingungen im Zusammenhang mit dem Bezug von Sozialleistungen stellen, für Subsidiärschutzberechtigte und für Asylberechtigte. Und ganz ehrlich, ich möchte hier eine unaufgeregte Diskussion. Ich glaube, wir haben die Verpflichtung als Politik, für die bestmögliche Integration zu sorgen. Es geht hier nicht um eine Lastenverteilung. Das muss man anders lösen, meiner Meinung nach. Das ist eine Frage des Finanzausgleichs und ich erwarte mir hier von der sonst so unnötigen Landeshauptleutekonferenz, dass sie entsprechend hier agiert. Aber diese Frage der Wohnsitzauflage in Bezug auf Integrationschancen,
Das halte ich für ganz wichtig, das zu prüfen, denn nur so kann Integration bestmöglich gelingen. Vielen Dank. Dankeschön.